Und die züchten kann, ja, man kann die tatsächlich, glaube ich, züchten. Also die können sich wohl fortpflanzen. Also Sabrina meinte irgendwie vorhin, die haben schon das irgendwie so. Okay. Auch Och, so eine, stell mal vor, Ernsthaft? so eine kleine Minimaus. Ja, süß. Oh mein Gott. Mein Molly ist so voll. Dann schmeißt doch irgendwas raus. Ich würde ja einfach gerne irgendwas verarbeiten. Na, wir haben hier nichts zum Verarbeiten. Ja, das ist das Problem an der ganzen Sache. So, der Abend ist ja reingebrochen. Vorhin kam ja die Frage, ob es nicht mal Nacht wird. Ja, und es ist Jetzt eine ist die Weile Nacht Nacht und da. nachts ist auch ziemlich frisch. Und beim letzten Mal in der Nacht war es schon. Aua. Da haben wir nicht so viel Spaß gehabt. Ja. Da hat man direkt Besuch im Lager. Oh, verdammt, es ist dunkel. So, Rudy Raptor. Ich guck mal, was ist denn hier noch so, was man bauen kann? Brauchst du eine neue Mütze? Du hast ja von dein. Oder für mein kleines. Für das kleine Jabua gibt es jetzt hier eine Mütze. Ach nee, den Hut habe ich ja sogar noch in der Tasche. Ja, das ist mein Hut übrigens. Ja, dann warte. Dann bauen wir mal einen neuen, bitte. Ja, hier, warte. Kriegst du. Liegt hinter dir? Ja. Sollen wir das kleine Mäuschen hier absetzen? Und auch den Hut aufsetzen. Ach nee, da muss ich noch einen Hut bauen. Na, einen müsstest du noch haben, oder Ich dachte, nicht? ich hätte noch einen, aber irgendwie. Das war nur der Skin. Was brauche ich denn jetzt noch? Drei Fiber, finde ich. So. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf Level 25, endlich mit Werkzeuge. Ja, du, ich freue mich da auch drauf. Das ist dann alles nochmal ein Unterschied. Und jetzt werf doch mal bitte einen Blick hier zum grünen Obelisken, wie geil das aussieht. Einfach, wenn du mal einfach nur dorthin schaust. Ja. Ich mach mal kurz die Fackel aus. Sieht schon echt episch aus hier. Ja, auch der Sternenhimmel ist wieder toll. Ja. Und der Mond. Alles. Alles süß Alles und toll überhaupt. und überhaupt. Und der Golem, der ja gleich aus dem Stein kommt oder so. Der ist Genau. bestimmt auch toll. Sag mal, finde ich hier keinen Fiber mehr? Was ist denn los? Jetzt. Und ich habe schon wieder echt. Ich habe vorhin erst was gefuttert und jetzt schon wieder Hunger. Ist doch unglaublich, wie schnell man hier Hunger hat. Ja. Da isst man halt mal eine ganze Handvoll Beeren, hat danach, weiß nicht, so ein bisschen Spaß auf dem Klo oder so. Abführbeeren. Apfelbeeren. So, das Kleine hat jetzt wieder eine Mütze auf. Das ist nicht so kühl. Noch nicht so kühl, als wenn hier kühl ist, hallo? Ja. Die kuscheln sich dann an und schmiegen sich an den Hals und überhaupt Und und. überhaupt, die sind voll am Flauschen. Gleich mal her. Na, da. Ja. Hat wieder ein Mützchen. Die kleine Wenn man Strombringerin, wollte ich gerade sagen. von vorne guckt, könnte es auch eine Katze sein. Ja. Die Sturmbringerin. Ja, der Dodo-Gott hat übrigens diese Welt hier verlassen. Es gibt keine Dodos. Wir müssen einen anderen Kult etablieren. Das stimmt. Sieht immer so zerrupt aus hier. Ja, irgendwie hat er echt Schmerzen. Aber der hat auch noch keine Lebenspunkte dazu gewonnen. Das kommt erst, wenn er fertig ist. Hast du gerade Narcoberries gefüttert? Ja. Okay, wie viel hast du reingehauen? Ich habe gerade 15 gegeben oder so, keine Ja, Ahnung. kann man gleich noch mal ein bisschen durchkloppen hier. Ja, ich wollte halt nochmal schauen. Hast du nicht mal mit Molly gesammelt, sag mal? Mein Molly ist voll. Ich kann da nicht weiter sammeln. Und der kleine knurrt wieder. Ja, das stimmt. Ist Wenn die er Frage, knurrt, was da jetzt wieder was los war denn, ist. wenn er knurrt, da war da irgendwas. Ich glaube, wenn er knurrt, dann kommt Sandsturm. Hier ist Dann müssen wir mal Knurr. langsam zurück. Und ich. Ja, oder wir bleiben hier beim Dödi. Oder du holst Ich das hol das Zelt her. Zelt. Genau, hol das Zelt. Mal ein Und Zelt bauen. Hallöchen, Dark Venom. So. Hey, brauchen auf jeden Fall neue Narcoberries. Na, ich kann notfalls noch, wie gesagt, die Narcotics. Ich habe die noch in der Tasche die ganze Ja. Zeit. Ja, gute Nacht, Speedy. Bis zum nächsten Mal. Speedy Bee, Speedy Bo. Die schnellste Maus von Mexiko. Oh, jetzt haben wir noch mehr Mäuse hier. So viele Mecho-Berries, ey. So viele Mecho-Berries braucht hier gar keiner. Dann haut er welche weg oder isst welche? Essen könnte ich so. Das ist gut, das ist eine schöne Idee. Das mache ich. Mein Essen sieht Oh, gerade und ein es ist. bisschen. Ach nee, ich dachte schon, es ist kalt, aber das ist nur. Essen sieht gerade nicht so gut aus bei uns hier. Wir Ja. haben nicht viel. So.
Schön die Bären hier runterschlingen. Die wiegen ja auch immer eine ganze Menge. 24 wiegt das Zelt. Meine Fresse, ist das schwer. Das ist schwer, ja. Was ist denn das für ein Zelt, sag mal? Megazelt. Ach, so viele Samen brauchen wir ja auch nicht, ey. Und hier ist wieder... Oh, das ist sogar... Ach nee, was? Level 12. Ach, Mann. Ich bringe mal vorher nochmal kurz was weg hier. Ein bisschen, was ich in der Tasche habe. Ich hoffe einfach, dass bis dahin kein Sturm kommt. Denn man kann ja da nicht mehr springen. Ja, na, ich habe Zelt mit am Start hier. Ja, naja, nur wenn ich überhaupt hier noch hochkomme. Es gibt hier so eine Stelle, da muss man, glaube ich, springen. Nein, nee, obwohl, es geht auch so. Oh, die ganzen anderen Quark kann raus hier. Samen weg. Ja, hau mal weg. Ich habe auch noch Sand. Da würde ich aber warten, bis ich wieder daneben stehe. Für die Erfahrungspunkte. Oh, it's hot. Es stürmt? It's hot. Es ist hot, okay. Alles klar. Ja, lustig. Ich habe hier unten ein Eissymbol und... Ach, jetzt ist das Eissymbol weg. Ja. 12 Grad, super Hitze. Es wird wärmer, 14. Ich weiß noch nicht, ob das hier nachts so dramatisch ist. Also wir gucken gleich mal. Weiß ich auch noch nicht. Ich komme einfach mal wieder zurück. Juhu. Molly hat ja was zu siffeln am Start. So, Molly, gib mir Wasser. Sehr schön. Und Bären kann ich jetzt ja auch noch wegfuttern ohne Ende. Ja, es ist also das Lehmzeug stimmt schon, ist jetzt nicht so das Hübscheste, aber ich meine, letzten Endes haben die Leute früher auch nicht anders gebaut, ne? Stimmt wohl. Molly, Stamina. Gut. Aber Stamina lohnt sich bei Molly auch irgendwie nicht, kann nicht tragen. Was sagt denn die Superhitze hier nachts? 16 Grad ist super heiß, ja. Hm. Also, alles klar. Keine Ahnung. Haut nicht ganz hin, würde ich sagen. Pass mal auf, dann gehe ich mal hier vorne um die Ecke gucken, weil hier vorne ist ja eigentlich immer heiß. Also tagsüber ist hier schon eine Affenhitze an der Stelle. Was sagt denn die Affenhitze jetzt hier vorne? 16 Grad. Ja, also es ist nicht so heiß. Ist einfach so. Nachts geht's eigentlich mit der Hitzewelle. Ja, also irgendwie fällt's nicht so auf, muss man sagen. Ist eigentlich okay. Was ist denn hier mit den Morella-Tops noch? Wir könnten uns noch den 12er holen, aber ist ja zu low. Wer denn? Ne, der 12er Morella-Tops, der männliche. Nee, da würde ich eher, weiß nicht so... Was Größeres nehmen. Ja, die gehen da relativ zügig, also... Okay. Da würde ich schon sagen, dass wir so Level... Na, 40 vielleicht so rum. Ja, okay. Was ist hier noch los? Ich wollte gerade Level 30 sagen, aber ich glaube Level 30, also wir müssen ja auch mal ein bisschen langfristig 12er. Planen. Ja, ja, ich weiß. Wir können die ja nicht alle von klein auf hochziehen. Ja, erstens das und zweitens, die halten ja auch nichts aus. Wenn irgendwas kommen sollte, sind die Geschichte. Also ich habe jetzt keinen Bock, jedes Mal Tiere zu beerdigen. Ja. Na, hi, Molly. Ach, schön. Ich mag Molly. Molly ist mir sympathisch. Ja. So, Molly, dann können wir jetzt ja nochmal hier gucken, ob wir Narcoberries rankriegen. Ich habe jetzt schon ein bisschen was ausgeladen. Ja, dann kann ich ja auch gleich nochmal zurück. Kann Clay herstellen, Narcotics herstellen und hab dann hoffentlich ein Level up. Um dann endlich Metallwerkzeug zu bauen. Ja, dafür brauchen wir erstmal Forge und Ach so, Smithy. Na gut, aber das können wir ja auch noch bauen. Ja, ich habe nicht so viele Punkte zum Lernen. Ich habe voll noch Punkte. Die Klamotten musst du auch noch lernen. Ja, ich habe ja schon einige Klamotten vorher gelernt. Nee, die hab ich nicht, 25er. Ja, ich gucke mir das mal an, was es dann kostet. Ach, jetzt ist Molly... Ach nee, Molly hat keine Ausdauer mehr. Molly wird nicht... Also jedenfalls nicht jetzt sterben. Ja, vielleicht stirbt sie irgendwann mal. Ja, dann gute Nacht, Nick. Oh. Molly, mal kurz mal ins Zelt rein. Ist mal echt gerade ein bisschen heiß hier. Ich habe noch voll wenig Nein, Molly wird nicht sterben. Also dafür, dass hier kalt ist... Also, ne? Pass auf, dass du nicht Lebenspunkt... Ich bin hier gerade... Ich bin doch nicht untergefallen. Was bist du? Ich frage mich gerade, warum ich hier gerade so wenig Lebenspunkte hatte. Ich war ja voll schon dadurch schon rot geblinkt. Hm. Deswegen habe ich gerade das Zelt mal eben hingeworfen. Das macht gar keinen Sinn. Oh, die Narcoberries sind alle... So, ich werfe mal kurz die Fackel hier hin, damit ihr was seht, wenn ich abbaue. So, kloppen wir wieder ein paar rein. Ich würde ja gerne Torpor noch einmal hier völlig voll haben.
Jo. Bei dem Dödi. Also wir werden auf jeden Fall, wenn ihr was verpasst haben solltet hier im Stream, den kann man nachträglich einmal auf Twitch anschauen. Und wir werden natürlich auch die Sachen als Folgen rausbringen, als reguläre Folgen auf unserem YouTube-Kanal. So, dass wir natürlich dann entsprechende Qualität auch haben, weil Twitch nachträglich hochladen ist halt immer ein bisschen ungünstig. Genau, wir haben das ja nebenher hier mit aufgenommen. Oder genau, wir nehmen ja auch gerade noch nebenher auf. Schade. Ist ja noch ein Baum irgendwo. So. Ignoriere mich doch einfach. Was, ein Baum? Ob hier noch ein Baum ist irgendwo. Ich habe ihn gerade gefunden. Da war noch ein Baum, ja. Vorhin war noch ein Baum, ja. So. Jetzt habe ich den Sand vergessen. Schade, schade. Ja, und für diejenigen, die sich natürlich fragen sollten jetzt, was mit Folge 6 heute passiert ist, also ja, falls stimmt. ihr das schon reingeschaut habt, irgendwas ist da falsch gelaufen beim Rendern und das müssen wir nochmal machen. Das geht allerdings erst nach dem Stream, deswegen wird das noch ein Stückchen dauern, aber wir werden die Folge dann auf jeden Fall nach dem Stream noch bearbeiten und hochladen. Also die gibt es genau. dann noch im Laufe der Nacht. Ja, also einige haben vielleicht Abends. Wirklich schon die Folge 6 heute gesehen und den Fehler auch da drin gesehen. Deswegen ist sie jetzt auch wieder auf privat und wird dann einfach nochmal neu gerendert, nochmal neu hochgeladen. Wie das funktioniert von Welt zu Welt reisen, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht 100% sicher. Ich glaube tatsächlich, man muss an einem Obelisken einfach den Charakter speichern, hier neu hochladen. Wobei ich mir nicht 100% sicher bin. Kann auch durchaus sein, dass es anders geht. Ich finde es phänomenal, dass hier das Kälte- und das Hitzesymbol gleichermaßen zu sehen ist. Mhm. Macht Sinn, ne? Bei 9, wir haben 65 Narcotics hier rumzuliegen. Das ist gar nicht so wenig. Ich habe noch welche in der Tasche. Cool. Ich hätte gerne noch ein bisschen Gammelfleisch, aber ich habe gerade keins. Oh, jetzt ist kühl. Jetzt sind 2 Grad und Eiswürfel, der ist logisch. Sehr schön. Gammelfleisch in der, im Dings ist noch was drin, im Feuer, glaube ich. Und Hallöchen, Mausfaser, Mensch. Oh, du warst da vorne schon mal da, sag mal. Echt? Mausfaser war vorne schon da, ich habe schon Oh, begrüßt. Da habe ich dich noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich war er noch essen oder so. Den Jan, habe ich nicht gesehen. Ach, die Punkte reichen noch nicht. Ich brauche Gammelfleisch. Ich hab noch was am Start. Ja, ich komm hier. Ich komm schon rüber. Ich kann nicht mehr laufen. Wie viel Elend. So, wo bist du? Na, am Zelt. Jo. Dann schmeiß mal rüber. Was denn? Na, Gammelfleisch. Na, craftest du gerade schon ohne mich? Ach so, ja. Oh. Ja, dann, ne? Jetzt komm mit dann. Schmeiß hin und komm mit. Ohne Worte, sage ich dann nur. Ohne Worte. Oh weh, oh weh. Ohne Worte. Auf dich warte ich nochmal mit dem Craften, ey. Ja. Kannst vergessen. Jetzt los, komm mit. Es war jetzt auch nicht so viel, was dabei rumgekommen ist. Ja, eine ganze Clay und sowas. Falsch. Ja, kommt nochmal. Wir müssen aber nicht so ein Setsting hinbauen. Da kommt jemand so schlecht hoch. Ach so. Ja. Oh mein Gott. Ist immer eine gefährliche Stelle hier. So. Rein da. Hast du noch Sand? Ich habe noch ein bisschen Sand, aber kannst du mich ja noch craften lassen, weil... Ja, dann mach. Ich meine, das gibt eh nicht so viel. Ja, mach. 0,03 XP, also das lohnt sich hin und vorne nicht. Ich krieg 0,18. Ja, das summiert sich. Ach so. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich denn noch bis zum Level-Up? 70 fast. Ja, Narcotics herstellen müsste da gehen. Hast du Narcotics nicht gelernt? Doch, glaube ich schon, aber ich mach das einfach mal. Na, man kann dann mit sogar schon auch den Sturmbringer auspeitschen, den Clemens. Kann man tun. Nicht nur andere Spieler, auch den Clemens kann man auspeitschen. Der steht da drauf. Hat er vorhin gesagt. Mhm. Wo ist denn die Peitsche hin, sag mal? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die irgendwo abgelegt. Hä? Ist sie nicht kaputt gegangen? Ja, aber ich habe die kaputt abgelegt eigentlich. Ach so, die kann man reparieren. Ja. Hier ist sie. Moment. Was brauche ich denn? Ob der noch bis zum Ende Dödi-Themen geht, der Stream, glaube ich eher nicht. Weil das dauert ja jetzt nochmal, weiß ich nicht wie lange. Ja, und dann würden wir das lieber nebenher laufen lassen und können dann nachher noch ein paar Videos rendern. Denn, wie eben schon gesagt, wir müssen Folge 6 nochmal neu rendern. Und ja, das ist dann aber während einem Stream so ziemlich unmöglich. Und auch die anderen Folgen, die jetzt noch kommen, die müssen wir ja auch bearbeiten. Ja.
Für morgen und noch ein paar andere Aufnahmen. Für morgen ist ja auch noch ein bisschen was zu tun. Genau. Morgen früh sind wir noch verabredet, also irgendwie ein bisschen was müssen wir noch so machen. So, verdammt. Was fehlt jetzt hier noch? Wood and Hide. Okay. Huch. Wood. Also ich würde sagen, dass wir ungefähr bis, ja, sagen wir mal 10:30 machen. Ja, genau. 3/4 Stunde noch. Das ist ganz passend. Dann können wir hier unseren Kram dann anschließend auch noch machen. So. Peitsche gleich wieder ganz. Quasi jetzt. Soll ich dir auch eine bauen? Ich hätte genug. Nö, ich brauche nicht. Du verschwendest das ganze Leder. Immer verschwende ich alles. Weil der Dödi ist ja jetzt gerade erstmal zur Hälfte durch und noch nicht mal die Hälfte. Und da ist die Fackel kaputt. Obwohl, gerade so die... Nee, obwohl, noch nicht mal ganz die Hälfte. Von daher, es ja, würde noch würde einiges zu, an Zeit brauchen. Ja, eben. Es würde zu lange dauern jetzt dafür. So, ich schmeiß mal die Fackel wieder hin hier. So, zack. Oh, ich habe beides Level up. Sehr cool. Lange dauert es nicht mehr. Ich meine, wir sind ja dann auch schon wieder dann 4,5 Stunden am Stream. Ja, also. Das ist schon länger, als eigentlich der Schnitt ist. Wir haben eigentlich vor einer Weile mal gesagt, dass der Samstagstream auf 3 Stunden angesetzt wird. Das heißt, eigentlich wäre er bis 21 Uhr gegangen. Ich meine, gut, das ist jetzt hier ganz neues Arc, ne? Das wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen und streamen das deshalb auch ein bisschen länger. Aber im Regelfall ist es eigentlich so, samstags 3 Stunden, wenn es 18 Uhr losgeht, bis 21 Uhr. Wenn es 19 Uhr losgeht, bis 22 Uhr. Es kann auch mal länger gehen, vor allen Dingen dann, wenn Events stattfinden. Das passiert ja dann auf dem anderen Server. Aber ja. Wir freuen uns ja auch noch, wenn wir auch ein bisschen was von unserem Wochenende haben. Wir haben schon wirklich viel, viel Zeit immer damit, ja, Folgen zu drehen, Videos zu rendern, Videos noch zu pflegen nachträglich. Also, das macht sich ja leider nicht von alleine. Mich würde übrigens mal interessieren, ob die Fackel tatsächlich ausbrennt. Ja. Wenn ich es auf den Boden gelegt habe. Also die verschwindet natürlich irgendwann mal. Aber oh geil, der Mond sieht gut aus. Aber du kannst ja in der Hand nehmen und kurz wegwerfen dann. Naja, ich weiß, boah, ist die hell. Die ist so hell. Ah, ich glaube, die Durability sinkt dann aber. Ah, okay, jetzt hat er aktualisiert, alles klar. Ich muss die Seide wieder wegpacken, warum habe ich die jetzt mitgenommen? Oh, und Durst habe ich auch. Molly, komm her, ich muss trinken. Was am Mittwoch gestreamt wird, also für Mittwoch haben wir jetzt spontan noch keinen Plan. Und nächsten Samstag, also wir müssen mal gucken, wann der Stream nächste Woche stattfindet. Weil rein theoretisch gibt es noch ein Geburtstagskind bei uns im Freundeskreis. Da müssen wir mal schauen, wann da die Feier stattfindet, wenn denn eine stattfindet. Aber keine Ahnung, ob es dann halt Scorched Earth wird oder Primitiv Plus. Hängt ja auch ein bisschen vom Hero ab, aber da ist... Ja, genau, richtig. Also, schauen wir mal. Geben wir noch rechtzeitig Bescheid, das auf jeden Fall. So. Ja, Scorched Earth hat uns ja auch so ein bisschen überrascht, müssen wir einfach mal sagen, denn ursprünglich war auch Primitiv Plus für heute geplant. Aber ja. Da kam spontan mal so ein Download-Container dazu. Ja, ganz spontan. Wir waren wirklich nicht informiert, das muss man einfach sagen. Wir haben da einfach überhaupt nichts von mitgekriegt. Ja, es wurde aber auch nicht so ein richtiges Trara drum gemacht. Nee, also eben. Es gab zwar Diskussionen im Vorfeld, so vielleicht eine Woche vorher oder sowas, dass irgendwas an der Mache ist, aber dass es jetzt so spontan so schnell kommt, ja, eben. Das hat uns etwas überrascht, aber positiv in jedem Fall. Noch ein bisschen Flint, oder war der Flint jetzt im anderen Mörser? Ne, Flint habe ich in den linken Schrank gepackt. Ja, weil dann würde ich jetzt noch so ein bisschen Sparkcoder basteln. Kein Platz mehr war. Ja. Ja, Rubin, du kannst sehr gerne in das Modpack was reinbauen, dass man nicht sortieren muss. Wir würden uns, also wir gucken uns das auch noch an, ja. Nicht, dass du denkst, das machen wir nicht. Nur hat sich jetzt echt noch nicht ergeben, aber sehr gerne. Aufräumen will ja eh nie jemand. Ja,
Ja, gute Nacht, Didi. Schlaf gut. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, und gute Nacht, Zossuchti. Schönen Namen hast du. So, ich bringe auf jeden Fall mal ein bisschen Sand mit. Also ich freue mich schon, wenn wir den Dödi haben, dann geht es mit dem Sand, glaube ich, ordentlich schnell. Ja, wir brauchen echt Sand. Das ist ja nicht zum Aushalten hier. Und wir brauchen auf jeden Fall Steinwerkzeug. Das ist hier, Metallwerkzeug, das ist ja nicht zum Aushalten mit dem Steinwerkzeug. Ja, ich habe ja gleich mein Level ab. Dauert nicht mehr lang. Ich habe nur gerade nichts Vernünftiges zu essen, außer Beeren. Ich habe auch nur Beeren. Das ist das Problem, wir waren lange nicht jagen. Und das merkt man sofort. Ja. Ja, ich meine, mit Rudi geht das ja eigentlich. Es wird schon wieder langsam hell, kann das sein? 4 Uhr morgens? Ja, die Nacht vergeht hier ja recht schnell, hatte Mario vorhin ja auch schon mal gesagt. Bei uns ist so eingestellt, der Tag geht 3 Real-Life-Stunden und die Nacht eine. Eine halbe, glaube ich. Oder eine halbe sogar nur. Also dreieinhalb und eine halbe. Ja, Rudi hat noch Essen. Mensch, Rudi, da musst du mal kurz ein bisschen was von dem Essen abgeben. Das nützt alles nur, Freundchen. Ja, der Dödi ist auch noch gut dabei. So, dann einmal kurz hier zurückwetzen. Ich hau mal kurz Fleisch auf den Grill. Ja, mach mal bitte. Immer nur Bären sind ja auch langweilig. Und wir müssen auch hier vorne direkt, glaube ich, mal ein bisschen sicherer bauen. Wenn hier irgendwas hochgelatscht kommt, dann ist hier alles Geschichte, was ja, wir haben. Ja, das stimmt. Och, die Ausdauer hier von Molly. Hm. Ich habe doch gesagt, hier ist noch ein Gammelfleisch drin. Ja. Im Grill. Ja, das kann ich auch noch machen. So schnell ist hier nur auch nicht vergammelt. Außerdem standst du ja gerade gar nicht da. Sonst meckerst du ja wieder, dass du keine... Ich hab dir das vorhin schon gesagt. Ja, dass du keine Erfahrungspunkte kriegst. Nicht, dass du da noch wieder meckerst. Ja, ich hab dir das vorhin schon gesagt, dass da Gammelfleisch drin ist. Hat Anni wieder nicht zugehört. Natürlich nicht. Kennst du doch schon. 7 Narcoberries, das ist echt ein bisschen knapp hier. So, kurz das Zeug rausnehmen. Huch. 2 noch. So, dann komme ich rum. Und dann nehmen wir uns noch die Narcotics hier vor. Auf jeden Fall sind wir aber dann schon ganz gut vorbereitet, wenn mal wieder irgendwas getamed werden muss. Ja, wir haben jetzt schon ordentlich Narcotics am Start. Ja, eben. Über 100, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Achso, hast du das Fleisch jetzt rausgenommen? Das liegt im Mörser. Okay. Okay, okay. So, ich guck mal kurz, was dann hier so ein Dach braucht. Ja. 60 Clay, Holz. Oh, geil, gleich gibt's Erfahrung. Juhu, sehr schön. Oxygen brauche ich eigentlich nicht. Lebenspunkte. Ich glaube echt, hier geht es mir um Lebenspunkte. Und ich lerne jetzt das ganze Zeugs hier. Und dann baue ich jetzt endlich mal das Dach, bevor sich dann wieder jemand beschwert. Ne? Also ich meine, schon oft genug den Hinweis jetzt, dass wir das Dach bauen sollen. Ich kann übrigens von diesen Deathered Close Sachen da irgendwie nur 2 bauen erstmal. Der Rest kommt später. Wahrscheinlich Level 30 oder so. Ja, aber immerhin. Das Oberteil und die Hose. Metal Pick, Metal Hatchet und Pipe. Ja, von dem Clay kann man gar nicht genug horten, denn das man sieht ja, das reicht hinten und vorne nicht, das bisschen Zeug, was man hier hat. Wo ist denn die Forge? Da. Hast du irgendwas davon schon gelernt? Ich habe nichts gelernt. Dann habe ich das jetzt gelernt. Ich bin noch nicht Level 25. Ja, aber die Forge konnte man ja vorher schon bauen. Ja, aber habe ich auch noch nicht gelernt. Kann ich die hier schon hinplatzieren? Ja, hier hinten vielleicht so in die Ecke, wenn du mal aus dem Weg gehst, bitte. Stone, Flint, also hier so irgendwo, irgendwas. Vielleicht. Ja, mache ich. Und Hallöchen, Löwenglut, Mensch, du hier. Ist ja auch schon eine Weile her, dass wir dich gesehen haben. Das stimmt. So, es fehlt hier noch Flint und Stone. Alles drin im Schrank. Oh nein, zu wenig Steine. Steine sind rechts. Ja. Ja, Rubin, ne? Das ist halt so. Level up, sehr schön. Ist schon Level 24. Immerhin. Ja, das relativiert sich ja dann auch bald wieder. So, die Narcotics hau ich mal hier in den linken Schrank. Die brauche ich nämlich gerade nicht.
und es ist morgens. Das ist schön. Früh am Morgen, so muss das sein. So, erstmal weg damit. Ist eigentlich im Urlaub. Wo bist du denn im Urlaub, sag mal? Kann sein, dass du das letztes schon mal geschrieben hast, aber ich weiß ja, Gedächtnis wie ein Sieb und so. Mhm. In dem Alter, kein Wunder. Kann mal vorkommen. Jo. Du, ich bin jünger als du und hab das gleiche Problem. Du hattest das schon vor 20 Jahren, ja, das Problem. Doch, tatsächlich hatte ich auch das schon. So, Forge. Spark Powder lieber rein oder Holz? Wo rein? Forge. Spark Powder. Definitiv, meinst du? Ja, wir haben also Steine und Flint kriegen wir eher ran. Na. Aber Holz ist so ein bisschen mangelbar. Ich würde es ungern verfeuern. Stone fehlt mir jetzt hier, ist ja nicht wahr. Ja, ein bisschen ist was da, ne? Nee, ich bin ja gerade unterwegs und klopp hier gerade mal eben Bäume um. Und der Dödi, der geht hier noch voran. Ist das ja, ein der Männchen hat ein bisschen zu wenig Narcotics drin, ey. Ist ein Weibchen tatsächlich. Du bist in Salzburg am Wolfgangsee. Ist das schön da? Sagt mir gar nichts. Ich war aber auch noch nicht in Salzburg. Naja, das Problem ist, allein schon mit dem Zeug, was wir jetzt hier haben für den Dödi, also was er in Torpor verloren hat, bräuchten wir schon 40 Narcotics. Deswegen eher, naja. Narcoberries, ja. Ist richtig. Also macht es keinen Unterschied. Ich glaube, die sind schon effektiver, wir haben halt einfach nicht genug Gammelfleisch. Mann, diese Forge soll schneller brennen. Und wieder ein Gammelfleisch mehr. Und schön aufs Bett gekackt hier. Wenigstens braucht man nur 5 Metal Ingots hier für so eine Smithy. Ja, Metall haben wir ein bisschen am Start, aber wir bräuchten auf jeden Fall erstmal eine Eisenspitzhacke. Ja, ich mach mich dann auch ran. Aber es muss halt erstmal fertig werden. So, eine noch, komm. Und die Klamotten, die kann man, glaube ich, auch nur an der Smithy bauen. Ja, das kann durchaus sein. Irgendwer hatte was vorhin geschrieben, glaube ich. So, okay, das sind die 5. Was brauche ich jetzt noch? Hide und Stone. Das haben wir, das haben wir. Molly ist so... Langsam? Ohne Ausdauer? Ja. Die Kleine, die kann nichts dafür. Nee, kann sie auch nicht. Das ist, ist nicht ihre Schuld. Die ist noch nicht so die alt. Die ist einfach noch nicht so weit. Nein. Hast du gerade Glück gehabt? Was, ich? Nein, warum? Oder? Warum hast du denn Nein gerufen? Ich hab grad einen Stack Narcoberries weggehauen. Oh, achso. Das wollte ich nicht. Bevor Molly hier nascht. So, Weapons, Melee. 10 Metal Ingots, oh Gott. Ist ja die, teuer. Für was denn? Na, für die Pike. Ja, für eine Pike? Du sollst eine Spitzhacke bauen. Ach, eine Spitzhacke, ach verdammt. Ja gut, dann nur einen. Okay. Weil damit können wir erstmal Metall ranschaffen. Besser abbauen, ja, das stimmt, das stimmt. Und Hide jetzt noch. Dann packe ich jetzt das ganze Hide hier in die Smithy. Ja, das mit dem Drachen haben wir tatsächlich schon gehört. Allerdings, wir sind hier nicht mit unseren normalen Charakteren unterwegs, sondern wir haben von vorne angefangen. Deswegen wird das mit dem Drachen noch dauern. Ist ja auch logisch. Wir wollen ja auch nicht alles gleich direkt am Anfang haben. Also man könnte natürlich jetzt durchhetzen mit den High-Level-Charakteren und High-Level-Viechern. Nee. Ist aber ein bisschen öde. Deswegen, ne? Ich meine, das kann jeder machen, wenn er Bock drauf hat. Aber wir haben uns gesagt, nö. Wir genießen das von Anfang an, einfach mal in einem ganz anderen Setting zu spielen. Wenn man halt 20 Euro investiert, da will man nicht schon nach 2 Stunden durch sein. Ja. Eben. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Silk. Ich habe für uns beide jetzt jeweils ein Oberteil gebaut. Und wie viel Silk brauchen wir denn? Wir brauchen jetzt, also 30 insgesamt und jetzt noch 23. Aber da waren doch noch... Ne, ich habe das ja schon verbraten jetzt. Wir hatten nicht so viel. Wir hatten noch fast 40. Ja, das, ich habe ja 2 Oberteile schon gebaut. Ja, das war die Frage, wie viel wir insgesamt brauchen. Ja, viel mehr. Aber ich kann jetzt auch hier nochmal Silk sammeln gehen. Du hast hier einen Dödi im Blick? Ja, hier waren ja irgendwie diese Blümchen für Silk. Dödi im Blick? Naja, ich bin in der Nähe. Gut.
So, zwei, dreimal, sehr schön. Uiuiui, also Molly findet hier schon Bären ohne Ende, aber nicht unbedingt nur die, die wir brauchen. Mhm. Deswegen mal aussortieren. Ja, also die brauchen wir auch echt nicht, die ganzen Bären. Hatte jetzt auch nicht so viel Tragekappa, die gute, aber die naja. Motten bringen gut Silk. Die Motten? Ja, leider rennen hier nicht so viele Motten rum. Ich meine, vorhin, wo wir da hochgelaufen sind, da war ja eine Motte. Aber ich kann mir doch vorstellen, dass die wegfliegen, oder? Die bleiben doch nicht da. Ja, das tun sie, klar. Aber man muss sie bodern. Muss er dann runterhauen. Aber ist schon mal ein guter Hinweis. Auf jeden Fall. Und hat's eine Fledermaus in deinem Zimmer, Chaos? Das ist nicht schlecht. Das hatten wir auch schon. Das ist echt unterhaltsam. Vor allen Dingen, wenn die dann völlig panisch irgendwie rumflattern. Sand gefunden. So, was ist denn der Dödi? Weiß nicht. Ach, hier. Das wäre jetzt auch scharf gewesen, wenn er aufgestanden wäre. Nee, aufstehen tut er nicht, aber ich dachte nur, das warst du gewesen, aber das war ja Rudi mit seinem Namen. Sehe ich aus wie Rudi, sag mal? Nein, aber ich habe nur einen grünen Schriftzug gesehen. So, alles raus, was wir nicht brauchen hier. Also und diese Geschichte mit den Drachen, also wir sind sehr gespannt, wie das dann wirklich wird, wenn wir dann auch mal so weit sind. Boah, das wird so episch. Das wird schon episch, aber überhaupt dann erstmal das mit der Milch und dem weiblichen Drachen und überhaupt und sowieso. Hä, was kann... Achso, nee, hä? Was ist das denn? Nein, ich wollte doch die Kacke nicht aufheben. Die Kacke aufheben. Anni hat Spaß mit der Kacke. Ja, super. Kacke-Spielchen unterwegs, ja. Ich weiß auch nicht, warum ein Babydrachen Milch braucht, aber Menschenblut oder so hätte ich noch einsenden können. Menschenblut, geil. Vampire. Aber generell Blut. Von irgendwelchen Tieren. Ja. Wer ist denn hier? Achso, der Ankylo ist so laut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Dings hier brauchen. Also wie viel so eine Narkobeere auffüllt. Vier, oder? Vier? Ich glaube nur vier. Nee. Doch, bestimmt, nur vier. Ich glaube, das ist nicht viel. Stimmt, vielleicht sieht Rudi hier aus wie ich. Nicht ich wie Rudi, sondern Rudi wie ich. Bestechend. Rudi willst du aussehen wie Anni. Nee, ne? Hat der damit ein Problem? Was soll denn das? Das ist ein Junge. Na und? Aus wie ein Mädchen. Na und? Rudi ist da flexibel.